Oh, ich bin. Du kannst jetzt reden. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind hier live bei den Eisschlägern. Wir sind hier gerade im Paulsdorf Center. Das ist irgendein Kaff in Leipzig. Und ich bin der Deutschlands härteste Eisbewerter. Ich bin dein Assistent. Und ja, das Eis ich bin mit ein paar Freunden und wir haben hier halt das Eis schon getestet. Bis jetzt habe ich recht. Wir testen dein YouTube. Bis jetzt habe ich recht. Ich kann das zu YouTube machen. Recht freundliches Feedback bekommen. Aber jetzt gucken wir uns halt dieses Eis an. Hier ist Oma, ja. So. Erstmal dieses. Dieses. Oh mein, das soll dieses ein Bananensplit sein. Ich habe es gekostet. Dabei fiel mir schon gewisse Mängel auf. Also nein, also das kann ich wirklich niemandem zumuten. Ja, mein Mensch. Du kannst auch das hier testen. Das. Bei allen Willen, das kriege ich nicht in meinen Bauch rein. Gott verdammt, das sieht aus wie... Und wenn ich einen Löffel genommen habe, dann wird der Löffel sofort wieder raus. Das Eis kann man einfach nicht essen, das ist... Guck mal da hinten, das ist... Es ist unverdaulich lecker, ist das Eis. Jela, was sie sagt. Was muss man euch sagen? Ah ja, bitte. Kommen wir zum nächsten. Was das ist das für ein Eis? Also ein Schokoladen. So. Doch, es ist scheiße nicht Dumpen. Ja, los! Sie müssten vielleicht erstmal eine Küchenkontrolle durchführen, weil nach dem dritten Happen hatte sie erstmal einen Ring im Mund. Die sind zwei mit Fingerabdrücken. Aber ich glaube, der Ring gehört ja nicht in dieses Eis. Die Nacht hat es gehört nicht. So, jetzt wird das Eis. Hier unten ist ein Kommen wir nun zum Eis. Das Eis sieht aus wie... Kennt ihr die Schlacht bei Herr der Ringe? Ja. Total. Komm, wir machen das in YouTube rein, ja. Mach ich doch. Okay. Also ich würde sagen, diesen auf einer Skala von 1 du bis 5... Du musst doch mal Prinz Tiefel machen. Ja, mich, ich sagen, ja. Dieses Eis ist wirklich sehr gut gelungen. Es gibt ein paar kleine Mängel, aber man kann es... Hier mein Eis. Man kann's nimm erst meins, man sieht viel besser aus als der. Man kann es verdauen, muss es aber nicht. Erst meins, nein, so. Nein. Deswegen eine gute 3. Okay, so, welches jetzt? Das ist total reinvoll. Es geht nicht, schon allein dieser Ring. Ja, im Eis war es, sind wir fast, verschluckt. Hätte Vicky nicht erst Hilfe gemacht. Vicky, hallo Vicky. Wieder mal. So? Nicht so laut. Und jetzt? So, kommen wir nun zum Besteck. Besteck. Guck dir das an. Länger geht das Deo nicht. So. Hast du meinen ganzen Hals? Dieser Löffel. Dieser Löffel. Achten Sie mal auf diesen Löffel. Und achten Sie mal, wie groß er ist. Im Gegensatz zum Glas. Du könntest theoretisch die Reste hier unten rauskratzen. Aber hier ist Schicht im Schacht. Da passt man noch die Kugel rein, aber die sparen, wo es nur geht. Der Mann findet das anders. Kommen wir zur dritten und letzten Etappe nach dem Eis. Nach dem Eis. Nach dem Eis. Ja. Was habe ich denn hier? Wenn der Becher bei Ihnen leer geworden ist, haben Sie echt keine Geschmacksnerven mehr. Die man natürlich nur lassen. Das geht nicht. Wo hab ich was? Dann werden uns Tücher angeboten. Wo du denkst, wenn du damit über den Mund fährst, so. Denkst du, das ist Schleifpapier. Deine Lippen sind danach auch nicht Loki, wenn ich ankomme. Da steht drauf Lust auf Eis, aber ich glaube, nach einem Eis hat man keine Lust mehr auf Eis, oder? Ja, hat jemand dann keine Lust. Also, Zusammenfassung, mich besser jetzt aus. Der Laden rein optisch, naja, eine Baustelle würde ich meinen. Ja, Baustelle. Die Eis. Wie gesagt, kann man essen, muss man aber nicht verdauen. Mein Möbel kommen. Und? Dein Möbel kommt. Die Mitarbeiter sind auch sehr freundlich, also alles im Ganzen ist es eine gute Eisdiele und ich werde sie weiterempfehlen. Das ist eine Lüge.
Und nächste Woche bei die Eisschlecker. Nee, Eisschnitt. Blick auf. Nein, nein, wir müssen daran zu lernen. Okay. Okay. Samira. Tine. Tini. Und der Rest da hinten. Und der Rest da hinten. Guck mal in YouTube. Und Sheila. Und jetzt leg doch mal auf. Okay.